Hallo und herzlich willkommen bei Aktiv Gezockt, heute mit einer weiteren Folge Ark Survival Evolved. Mit dabei sind Tick, Christine. Hallo. Und Scoop, der Steffen. Hallo. So, und unser Ziel ist es heute, ein Dung Beetle, der sogenannte Kackekäfer, wie es ja jetzt gut übersetzt ist, bestimmt in Ark. Den wollen wir uns sehen. Und wir lassen uns überraschen, was wir finden und so weiter. Erstmal müssen wir gucken, welche Höhle. Wir versuchen natürlich eine Höhle zu nehmen, wo wir mit den Adlern reinkommen. Weil das, glaube ich, am sinnvollsten wäre. Ja, und dann. Ein bisschen erleichtert die Sache, ne? Jo, genau. Auf jeden Fall, ja. Und drückt uns die Daumen. Ne, wir haben es zwar schon ein paar Mal probiert und so, aber diesmal klappt das sicher. Stimmt. Alles klar, sicher. Denn. Let's go. Auf geht's, ne? So, welche. Guck mal eben auf die Karte. Das ist. Weiß nicht, 63, 55, da dieser Canyon. Ja, die goldene Mitte, hätte ich mal gesagt. Jo, genau. Alle da? Na, bin ich gespannt. Jo! Ja, gut. Ja, ich auch. Ich auch. Oh, schöner Spiel. Ja, die Höhle dafür, wo wir hinfliegen, die ist auch am angenehmsten, weil da stimmen die Temperatur, keine Lava oder Schnee oder. Und sie ist halt begehbar mit dem Adler oder befliegbar mit dem Adler. Hm. Oh, ihr seid ganz schön schnell. Okay. Ja, ist ja auch nicht auf Movement Speed gelevelt. Mhm. Da bin ich. Gut. Wenn du hier in Canyon lang fliegen, ne? Nö, wir fliegen jetzt hier so rechts rüber. Also. Hier so. Oder wolltest du da unten lang weiter? Ach, nö, egal. Nö, den kürzesten Weg. Ich glaube, wir sehen uns wieder, wenn wir da angekommen sind. Bei der Höhle direkt. Genau. Ja, dann ist am besten. Brauchen wir euch mit dem Weg hier nicht langweilen. Alles klar, dann bis gleich. Bis gleich. Bis gleich. Wir haben uns geplant und zusammengerauft und die Köpfe ineinander gesteckt und los geht's. Auf geht's. Juhu. Wer geht vor? Scoop geht vor. Immer der mit der blauen Schrift. Guck mal, es war hier rechts rum. Wir dürfen nur den Weg nicht, dass wir uns nicht hier verlaufen, ne? Kennen wir ja schon. Ja, so wie beim letzten Mal, jo, ne? Da habe ich mich ja ein bisschen verirrt und dann. Jo. Da war es dann auf einmal gefährlich. Wir müssen immer zusammenbleiben. Ja. Mhm. Weil alleine, gerade jetzt können wir uns ja gegenseitig wegen der Allianz. Ja. Die ja das Friendly Fire auf PvP-Servern zwischen verschiedenen Tribes aufhebt. Sehr gut übrigens. Jo, sehr, sehr gut. Ist ein sehr gut. Aber 7 Monate dafür ist echt hart. Geht los. Oh, ja. Oh. Nur nicht greifen. Ach, Christine, entweder mitfliegen oder. Ja. Nicht den Eingang. Nur nicht greifen. Okay. Gut. Lederbaus bei mir? Jawoll. Ja. Sehr schön. Die Piekser an der Decke und so, die machen nichts, ne? Nee? Nee. Ich hab Torpor bekommen. Ja, Die Fledermäuse betäuben ihn, ja? Ja, oder durch die Spinnen oder sowas dabei waren. Warte, krass. Danke. Bitte. So, na dann, halt da runter, wa? Ne, unten müssen wir jetzt aufpassen mit dem Kämpfen, ne? Erst gucken. Ich glaub, die kommen schon hoch. Ja? Ja, dann lass wieder hoch, dann kommen die ja hier. Ich hol die mal hoch, bleib dir mal oben. Jo. Oh, Schlange ist auch unten. So.
Auf in den Kampf. Noch ein. Gut. Sehr gut. Was ist die Schlange? Okay, ich greife sie. Zwei Schlangen. Ja, weil ich komme da gerade. Ah, da sind auch Fledermäuse. Achtung, ich greife. Aber da sind einige, ne? Achtung, Fledermäuse, die hole ich mir. Jo. Komm hoch, Scoop. Ja, Taubo. Von den Fledermäusen? Nee, von der Schlange. Gut, ist tot. Okay, ich greife mir auch eine Schlange. Decken jetzt. Habe ich einen nicht zu hoch. Oha. Fledermaus, du. Macht mir ganz schön zu schaffen, ne? Wo ist die Christine? Wo bist du? Da, ich fliege immer um den. Ja. Mal kurz Pause machen, jetzt wäre sie taub häufig. Hab sie. Jawoll. Ich hole mir noch eine Sehr schön. Können wir auch eine holen? Ja, aber ja? Seid vorsichtig. Over. Ich hab... Krass, wie viele, ey. Und erst gucken, bevor du es tötest. Weil das kann halt auch ein Ding. Okay. Guck mal bei mir. Schlange. Gut. Weil die sieht man halt echt schlecht. Da ist noch eine. Wer holt sich Skorpion. Warte. Wo? Hier sind noch mehr Schlangen. Zwei. Tot. Zwei sicher. Okay, die ist auch. Die ist auch tot. Okay. Alle tot. Jetzt hier weiter im Gang, ne? Echt gucken. Jo. Da lang war das. Da, ja. Na denn. Glaube ich. Man sieht die Käfer nur mehr so schlecht. Hier rechts runter. Ja? Da immer tiefer. Ja, ja, genau. Da rechts war das. Da geradeaus zu, da kommt man nicht weiter. Da also, wenn wir hier durchkommen, links rum. Jo. Da hatte ich mich letztes Mal verirrt. Genau, da rechts rum, da. Weil hier kommen nachher, sind wieder Fledermäuse auf dem Rückweg. Ich kann dir jetzt schon sagen, die spawnen wieder. Hier war auch noch nichts. Bleib hier vorne, ich bring gleich welche mit. Okay. Hier sind wieder Fledermäuse. Komm. Oh, sorry. Wichtig ist nur nicht greifen. Mhm. Bleib mal stehen. Hab ich. Okay. Das habt ihr auch zwischendurch, dass euch kalt ist? Ja. Ich hab Schneeflocke jetzt. Ja, ich hab Eiswürfel. Aber das ist mal da und mal Holst weg. Du wieder welche her, oder? Ja, ich oder kommt mal. Da nichts mehr? Doch, warte mal hier unten. Yes. Oh, das ist ein Käfer. Ja. Ich hab ihn. Raus, Schlange, dann. Eine Schlange. Ja, Schlange. einfach raus. Oh, ich wurde getroffen. Hoch. Hier rüber. Level 16, aber das ist wurscht. Erstmal rausbringen, wa? Jo. So, und hier links. Genau. So, und hier hoch. Also ist nur zu empfehlen, den mit einem Adler in die Höhle zu fliegen. Jo, auf jeden Fall, weil ohne Adler da unten 10, auf gar keinen Fall. Ich bin richtig bei den Schlafsäcken vorbei in die Halle jetzt. Genau. Okay, jetzt. Tut mir zwar leid, dass die FPS ein bisschen runtergehen, aber so. Könnte sogar mit dem Petera-Ton vielleicht funktionieren. Ah, wir müssen weit genug weg, ne? Ja, genau, wegen der Aggro. Ich droppe den hier unten.
hier so. Ja, genau. Und hat er mich, ne? Sieht nicht so aus, ne? Dann Wunden lecken, hätte ich mal gesagt. Jo, mach immer, ich versuche hier. Ist deiner so mitgenommen, dein Adler? Nö, eben nicht. Ich dachte bloß. Oh, der braucht ja nur zwei Dinger. Dann können wir gleich nochmal nach dem zweiten gucken, oder? Na klar, auf jeden Fall. Okay. Beim letzten Mal, da wollte ich mir Kai seinen Käfer angucken und dann hat er gleich Akku gekriegt, Okay, ne? jetzt das Warten dauert hier auch wieder ein bisschen. Wir sehen uns, wenn er das zweite Mal futtern kann und dann ist er ja fertig. Genau. Dann bis gleich. Oh ja, okay. Yay! Jawoll! Cool! So much. Fertig. Wie er aussieht. Weil wir machen das mal ganz einfach. Ich habe eine Seite. Haben wir den hier irgendwo drin, den Dungbeetle? Dass du siehst. Kann ich dir mal zeigen. So, Dungbeetle. Also er macht aus, wenn man ihn mit Kacke bestückt und dann stellt er halt in einem gewissen Zeitraum Öl her und Fertilizer. Und frisst Gammelfleisch. Und frisst Gammelfleisch, genau. Das ist sein Food. Level 16, 23 ist er jetzt, hat 200 Leben, 5, 150 Stamina. Naja, und Kleinkram. 5,3 Gewicht, das ist, glaube ich, das Wichtigste. Ja, wenn wir schon mal hier sind in der Höhle, hätte ich gesagt, gehen wir gleich nochmal los und holen mal noch was. Vielleicht finden wir noch ihn. Stück immer. Hab ihn auf neutral, damit er sich verteidigt. So, dann Sehr cool. die nächsten. Wir sind ja drei und wir versuchen natürlich für jeden einen zu bekommen. Jo. Oder mal gucken, vielleicht noch einen höher leveligen Das wäre oder. dann mein erster. Jo. Ach ja, Ich habe noch keinen du hast auch Gartner. keinen. Nee, Ich stimmt. war nur einmal, war ich leider nicht mit dabei beim ersten Mal. Und dann waren wir beide ja nochmal und da hatten wir ja Ja, nur einen gefunden. Da war genau. das ja so eng mit Richtig. dem mit dem Adler. Jo. Und dann mussten wir abbrechen nach dem einen. Jo. Seid ihr hinter mir? Jo, ich bin Jo. direkt hinter dir. Und ich direkt hinter Kai, ja. Ja. Oh, ich bin zu weit direkt. Ich bin rausgepackt. Wie rausgebacken? Bin gerade aus der Höhle rausgepackt. Du bist jetzt wo? Nein. Ich bin draußen wieder. Echt? Echt? Ja. Mit einem Adler. Echt jetzt? Ja, ohne Witz jetzt. Ich bin jetzt aus der Höhle. Hä? Gerade am Berg. Jetzt muss ich mal Eingang von der Höhle suchen. Ja, kann Ohne man mal Witz jetzt. sehen. Also so sieht jetzt die Können wir Höhle schon auch nicht, auch weitergehen oder ohne was? Dinos. Nee. Wir Ich warten würde hier, mal ne? sagen, genau, ich würde mal sagen, wir fliegen ihm oder watschen ihm entgegen und Muss erstmal wir gucken. sehen uns dann wieder, ne, wenn wir Scoop Ja. wiedergefunden haben aus seinem Genau. Paralleluniversum. Also, bis gleich. Ja. So, nach langem Suchen haben wir ihn endlich wiedergefunden. Unser verschollenen Hallo. Allianz Tribe Aber Typen. heftig. Ey, du Allianz-Treib-Typ, Jo. du. Was Also, haust du das einfach ist. so ab? Ja, Wie vor allen Dingen. Houdini durch die Steindecke. Das ist schon komisch. Jo. Es hätte auch anders ausgehen können, ne? Man Jo, backt durch alles einen. mein auf David Ja. Copperfield machen Du hättest auch sterben können. hier. Aber ich denke mal, wir waren so weit unten, das ist genauso, als wenn du jetzt durch die Welt fällst. Dann sollst du ja eigentlich wieder hochteleportiert werden. Und ich denke mal, das wird passiert sein, dass du einfach hochteleportiert worden bist. Okay, ja, Okay, weil bei ich dir kannst nämlich du. Ja. oberhalb vom Berg rausgekommen bin. Das ist Hä? spooky. So. Naja, ich lebe ja noch, ein Glück. Jo. Zum Glück. Und Und dann auch ein neues, ne? Hä? Achso, nee, hier war das. Jo. Ich hoffe dann mal, dass das jetzt nicht passiert. Jo, nee, ich auch nicht. Aber es ist auch das erste Mal und ich war ja schon ein paar Mal mit dem Adler hier dran. Hoffentlich sind jetzt nicht die ganzen Fledermäuse schon wieder nachgespawnt. Nicht so schnell.
Moment, ich werde mal Scoop. hier, wir halten mal hier an. Ja. Du Bist richtig frustriert. Da jetzt Ja, rechts. ne? Genau. Jo. Phew. Schon cool, ne? Hat ja was. Irgendwie schon, ne? Jetzt mal ein bisschen tiefer fliegen, nicht so an der Decke oben lang. Ich bin ein bisschen zurückgeblieben. Oh, jetzt bin ich auch raus. Ich bin jetzt aus der Höhle Ja, raus, dann ja. warst du zu nah an der Decke, ne? Ziemlich oben. Da, dann immer links fliegen. Ja, warte mal, denn das ist ja doof mit Christine. Wir sind wieder an demselben Spot, wo wir angefangen haben vorhin, das zweite Mal los sind. Jetzt das dritte Mal. So. Aber alle guten Dinge sind drei, ne? Ich meine, beim ersten Mal hat es ja schon Hier. geklappt mit einem Käfer. Da wollen wir mal hoffen. Das wird schon. Geben mal einer von euch vor, bitte. Ja, ist gut, mach du. Ich weiß nämlich nicht, ab welchem Bereich du da gegangen bist. Und kommst du bei? Hier kann man noch fliegen. Nach unten kann man auch noch fliegen. Oh, ich habe Fledermäuse. Oh, Ich okay. hol die mal hoch. Dann kann Jo, auch ein ich gehe ja Käfer, wieder denk hoch. vorsichtig, hier kann dann auch ein Käfer sein. Ich bring jetzt mal die Fledermäuse hoch. So. Gut. Jawohl. So, ich bin unten. Ich bin noch am Kämpfen hier mit Fledermäusen. Oh, ach so. Was fehlt da? Nö, jetzt so. So, Kiefer. Vielleicht mit Glück. Hätte ich gesagt, laufen wir doch gleich hier durch. Jo, am besten. Irgendwas Nee, hier ne? noch checken Aber kack, kann. kack. Gut Okay. mitgedacht. Scoop ist schon durch, ja. Ich laufe hier schon langsam weiter. Wir sind jetzt hier an der Ecke. Warte mal kurz. Warte, ich stelle noch kurz meinen Kabel weg. So. Yay. Hier war das so, wo wir durchgedroppt sind. Ja, hier Hier vorsichtig, an ja. dem Stein oben, wenn du da durchguckst, dann bist du raus. Sie mal Zwar vor. zwei. Ja. Zwei Schlangen. Einen habe ich jetzt. Sehr gut. Bitte auch. Vergaß dich. Jo. Die sind immer mies, die Viecher. Hier ist ja nur noch Wasser, ne? Hier, Was? sieh Die mal. kommt. Die Schlange? Krass. Die ist runtergefallen. Ja, okay, die kam aber hoch. Ich habe Torpor gekriegt. Hab's auch schon wieder. Darf ich mal gucken, Christi? Klar. Okay, wir müssen rüber. Hier unten ist nichts außer Wasser. Dann gehen wir hier unten links lang wieder zurück. Nicht darüber? Nee. Aber da drüben hatten wir auch mal einen Käfer gesehen, ne? Doch, da hinten ist ein. Ich sehe den Ja? Käfer, ja, warte, ich hol ihn. Oh, ich darf nur nicht durchdroppen hier. Wie hast du das denn gesehen? Weiß ich nicht, ich hänge hier fest. Oh, Alter, euer. Ich darf auch nicht kämpfen, das ist das. Level 48. Oh, der sieht nice aus. Oh. Der sieht nice aus. Weg. Achtung, Okay. Fledermäuse. Jo, Fledermäuse, Ist da komm, noch eine? kümmere dich mal um die Fledermäuse, Christian. Ja, Ja. mache ich. Und immer Achte auf die. nicht zu hoch an die Decke, ne? Ja, und die Torbohrer dran denken. Also ich fliege schon mal, ist gut. Ja, machen wir. Gut.
Oh, hier sind auch schon wieder Dinos gespawnt jetzt. Skorpione und so weiter. Ich weiß gar nicht, wo wir lang müssen. Ah ja, doch. Harter Tobak hier. Oh, ich bin auch rausgebacken. Mit Käfer mit oder ohne? Käfer? Mit Käfer. Ich bringe die anderen mit raus. Muss ich nur mal gucken, wie ich hier fliegen. Ah, ich hab schon. Hast du dich schon wiedergefunden? Die Höhle? Ja? Ja, ich glaube ja. Jo. Also, kommst du rein in die Höhle? Ja, ja, ich komme nach vorne. Wie findet ihr das so schnell wieder? Ja, warte, ich muss selber auch mal gucken, Chris. Ich komm sie gleich holen. Aber ich bin ja nicht so weit weg, laut Map. Ja, ich auch nicht, aber irgendwie... Hm. Vielleicht bin ich auch ganz woanders rausgekommen. Wie du. Das kannst du haben, ja. So, aufpassen, dass ich den Käfer nicht finde. Fliegt irgendwie falsch. Komm jetzt mal zu dir, wirst du ihn nicht holen. Hm. Ausgang in der Höhle. Okay. Fliegt nochmal hier rein. So, mal. Wir sind wieder da. Nach gefühlter Ewigkeit ja. Und wieder reinfinden und zurückfliegen. Oh, ein Stress. Vorher also noch nie gehabt, dass man. Vorsichtig, ne? Genau, wenn also mit wenn Drachen, ihr mit dem Adler reinfliegt, nicht zu dicht an den Decken, ihr backt durch, ihr kommt dann oben am Berg wieder raus, ne? Das ist mir aber vorher noch nie passiert. Also, nee. Ich habe noch nie Probleme damit vorher gehabt. Das muss jetzt irgendwie mit dem letzten Patch oder vorletzten Patch oder irgendwas. Auf jeden Fall. Ja. Naja, auf jeden Fall, wir haben den hier noch. Ich habe den ja mit meinem scharfen Adlerauge entdeckt. Level 48. Ja, wow. Langwiedel. Mit einem echt, echt schick aussehenden Skin. Okay, dann wollen wir den jetzt mal versuchen. Ich hoffe, ich habe genug Kacke damit. Ich droppe den ich jetzt mal. Ich hab noch einmal. Gut, ja. Und hoffentlich hat der keine Akku. Nein, sieht gut aus. Sieht gut aus. Soll ich das okay, warte, irgendwie... Ich nehme mal eben ja. Droppen oder in den anderen Käfer reintun? Schmeiß einfach vor. Lass mich durch, great. So. Also wie ge... Die Kacke auf die Null. Ich hol mir die gleich, Christine. Dann anschleichen. Ja. Scoop, wo bist du denn? Ich bin mal hochgeflogen, ob hier schon neue gespawnt sind. Ach so. Vielleicht haben wir Glück. Ja. Also eben cool, auf dem Rückweg habe ich schon neu gesehen, also Skorpione auf jeden Fall, die da waren. Der sieht so ein bisschen, der ist wieder so ein bisschen golden, ne? Jo. Kai? Aber der sieht auch schick aus hier. Jo. Mal Schrift wegmachen. Ja, das muss man, der hat aber so ein schönes Braun unten auch. Muss man mal draußen sehen. Da. Ja. Im Licht. Hier drin ist es ja immer so ein bisschen. Ja, die sind schon sehr cool, weil die doch sehr individuell sind, ne? Von, ja, dem, ja. Also von der Farbe diesem, her und so. Farbschimmer und so, ne? Dieser sogenannte Fade, also Übergang. Yay! Jawoll! Hui, jetzt darf ich dichter kommen, ne? Ja, jetzt lass. Ui, schön. Da bin ich mal stell die mal nebeneinander da. Was ist das denn? Gibt's da Männchen, Weibchen? Nee, ne? Nee. Die sind, wie heißt es hier? Nicht verfügbar. Also einfach geschlechtsfrei, neutral, ja, geschlechtsneutral, genau, nennen genau. Wir die mal. Gut. Ich mach mal die Schrift. Oh ja, der sieht echt und schick die, aus. Oh, machen, da hat Blau mit drin an den Beinen. Da geht auch nichts von wegen mit Vermehrung oder so? Noch nicht. Ist das schon irgendwie? Also es soll ja geplant werden, auch Amphibien und Wasserdinos nachzuzüchten. Und Amphibien und so weiter, die sollen ja auch einen Live-Zyklus bekommen, so wie die Pinguine. Das finde ich persönlich... ziemlich interessant. Ich persönlich würde es echt befürworten, wenn das mit allen Dinos so wäre.
Das Ja, ist dass auch, es verschiedene weil, Altersstadien gibt, ne? genau, halt mit allen Dinos, weil das ist einfach so. Das ist Standard. In der Natur ist nicht ein Dino so und der andere Dino oder ein Tier so und das andere Tier so, sondern Ja. die sind, ne, die sind alle so, dass die unterschiedliche Stadien haben. Man kommt ja nicht auf die Welt und ist erwachsen Level 104, ne? Also. Stimmt. Also finde ich schade, ne? Also, dass das nicht so ist, dass man. Okay. Aber das vielleicht entwickelt sich das ja noch, ne? Da ist ja noch ein bisschen Spielraum hier. So, die machen wir mal auf Max. Nee, oh, ich bin Schlangen-Eikrist. Oh! Okay. Skorpion. Nimmst du Christine? Ja. Hab ich. Sehr 108er cool. Skorpion, alter Schwede. Wenn ich einen Skorpion ziehen will, dann hier. So. Ja. Das Ei hast du, ne? Ja, oder Das wolltest du ist. das Scoop, Nee, das Ei? nee. Nein, So. nein, nein. Das ist fürs Nee. Kippel, für den Gigantopithecus, für den Gorilla. Das Ah. Titanoboa. Oh, hier ist noch eine Und ist Fledermaus. äußerst Oh, selten. Fledermäuse. Krieg hoch. Nur alle zusammen. Gut. Nee, alle auf doch. einmal. Nee, doch. Schlange? Hab ich dich? Nee. Ja. Lange ist tot. Ist noch eine Fledermaus? Ja. Wo bist du? Ist die Schlange jetzt tot, oder? Ja, ne? Ja. Ja, Die okay, zwackt nur Fledermaus. so komisch rum, ne? Fledermaus hängt hier am Felsen. Tot. Okay, kein Käfer. Bloß nicht ins Wasser fliegen. Nee, da ist Die voll mit sind echt Piranha. schwierig zu finden, ne? Irgendwann müssen wir hier zurück wieder, ne? Ja, hier oben, hier lang eigentlich, ne? Genau. Christine, noch da? Oh. Hier ist ein Käfer, Christine. Oh. Oh, cool. Er entdeckt, ja, da an der Wand. Level 4. Ja, ich habe ja nun einen, ne? Jo. Scoop, willst du den? Ansonsten nehme ich den, dann habe ich zwei. Ich hätte mir den mitgenommen, schon gerne, wenn. Ja, dann los. Was ist mit Der dem hängt Artefakt? Soll hier. ich das holen oder was? Ja, kannst du schon mal rausholen. Das spawnt ja dann gleich wieder. Der sieht cool aus auch. Aber den, Hast hoffentlich gesehen, wo kriegen der wir den ist? da ab, so von der Wand, Ja, ey. klar. An der Wand hin. Haben wir Level schon? 4, ja. Rein? Siehst du ihn da? Hoppen. Jawohl. Cool. Das läuft doch. Jo. Das Schlange Artefakt höre ich. spawnt denn? Oh. Wieso kann ich nicht aufsteigen? Jetzt. Wieso konnte ich nicht aufsteigen da? Ja. Ja. Oh. Wieso konnte Was ich ist hier denn? ganz komisch war? Wieso Ja, ich sprinte hab's ich gesehen. dauerhaft eigentlich? Jetzt, ich hab dauerhaft Sprint im Hangar. Ja? Soll ich mal gucken? Vielleicht sehe ich hier Hey, ich noch bin irgendwas. bewusstlos. Hä? Von der Jo. Schlange. Kriegst du getötet? Ja, Ich hab die krass. schon Ich tot, sehe ja. mich aber. Ich habe jetzt sonst hast du ja immer so lila Blick gehabt, ne? Dass du lila alles siehst. Wo nichts Hallo. erkennen kannst, wenn du bewusstlos bist, oder? Ja. Ja, ich sehe alles ganz klar. Ja? Ich habe einen Bug Jo. entdeckt. Wo man das Artefakt kriegt. Oh ja. Ich habe einen Bug entdeckt und zwar. Wenn es draußen neblig wird, wird es in der Höhle auch neblig. Ich hab's in deinen Adler getan. Ey. Ich guck mal, ob ich hier was finde. Oh, leuchtet das doll grün. Ah, nee, Was hier, denn? komm. Wo bist du denn? Bin weiter durchgegangen, den Gang da. Ja, da kommt man aber nicht mehr weiter. Das. Doch. Ja, warte Aber mal, ich komm habe mal. Angst, da weiterzugehen. Oh, da hinten sind noch Krass, Fledermäuse und so. ne? Lass mal zurück, lass zurück. Ja. Wir greifen jetzt noch einen Artefakt und dann holen wir.
Ich warte hier vorne auf euch. Das ist das ja okay, gleich haben. Neben Christine, ja, ne? Ja. Ich hab dir jetzt eins in Adler ja, gepackt. Ja, ja, ja. Und dann kriegst du eins noch ab davon. Ja. Okay, wir sind da, Scoop. Wo bist du? Schon durch? Wieder? Raus? Nein, nein, nein. Ich bin hier vorne. Ach, da, ich seh dich. Ja. Alles gut. Ich guck nochmal den Weg hier ab. Ja, krass, ne? Vielleicht droppt ihr auf dem Rückweg noch einer. Jo. Ja, dann alles mitnehmen, was geht, ey. Auf jeden Fall. Weil das ist schon immer so eine Aktion, ne? Da muss man ja, so auf jeden Fall ausnutzen. Haben wir jetzt mit den Käfer schon mal mehr Glück wie mit dem Terrorbird sein. Ja. Das stimmt. Und wie bei, als beim letzten Mal, ne? Als wir los waren. Ja, bei dem Terrorbird, meine ich ja. Nee, ich meine auch wegen den Käfern. Achso. Bist du hinter mir? Ja. Okay, ich würde sagen, wir sehen uns wieder, wenn wir vorne in der Halle der Superkäfer angekommen sind. Und ja, genau. Dann bis gleich. Jo. Okay, Scoop hat schon, wie ihr gehört habt, hat sein fertig gezähmt. Level 4, einmal Large, Kothauf, also großer Kothauf. Rein und so wie du es reingemacht hast, bupp, fertig. Bupp, fett. Kaki heißt. Richtig, das ist Kaki. Cool. Ja, ich brauche für meinen auch noch einen Namen dann. Jo. Ja komm, dann überlegen wir uns jetzt noch einen Namen. Oh, ich bin hier total einblockiert. So, mal das Schild packen, das ist ja. Ich weiß schon. Ja? Ja. Und da Kaki ja Gammelfleisch ist. Ach Kai, ich glaube, du musst mir den erstmal entklären hier. Ja, ja. Geben wir Kaki doch mal was zu fressen. Kaki. So. Okay. Jo. Guck mal, hier liegt wieder Kaki rum. So, pass auf. Und jetzt noch mehr. Puh, ja, cool. Puh heißt er. Puh, wie der stinkt. Ja, genau. Der Süße. Shay. Ja, cool. So. Jawohl. Dann. Dann bringen wir sie mal raus und inspizieren sie nochmal genauer, wie die Farben und so aussehen, ne? Aber der wir Tageslicht. Sehen uns dann bei mir wieder im Canyon. Also. Genau, so machen wir das. Das ist am besten. Jo. So, wir haben es geschafft. Zurück in der Basis. In Sicherheit. Yeah. Haben den Angriff der Dung Beetles überlebt. Und haben uns einorganisiert für jeden. Richtig. Drei in der Zahl. Die Level sind eigentlich völlig unerheblich hier. Jo, genau. Die Level sind halt, wie Scoop schon sagt, spielen überhaupt keine Rolle. Da das Ausschlaggebende, was man eigentlich leveln sollte bei so einem Käfer, das Gewicht ist. Und wir haben festgestellt, der niedrigste hat fast genauso viel Gewicht von Anfang an wie den höchsten, den wir haben. Mhm. So. Das nimmt sich nicht viel. Wir wollen euch jetzt natürlich nicht auch lange auf die Folter spannen lassen. Da sind die drei. Jawohl. Yes. Also wir haben einmal den Kaki, das ist der von Scoot, den wir da genau. auf der Klippenkante entdeckt haben. Der sieht ziemlich schick aus. Ich mag ja gerne diese Brauntöne und so und dann die Beine. Echt nice. Der Schimmer, ne? Ist halt cool. Und der hat echt fast gar keine Musterung vorne am Kopf drauf. Also ziemlich leicht hell nur. Mhm. Das ist der, den wir als erstes gefunden haben. Das ist der Christins jetzt. Wie viel Gewicht kann deiner tragen, Scoop? 5,1. Guck mal, 5,1, es ist ein Level 5. Christins ist Level 23. Wie viel Gewicht kann der tragen? 5,3. 5,3. Und meiner ist ein Level 72. Und der kann tragen 6. Aber ich habe meinen auch schon gelevelt. Der war vorhin, wie ihr seht an den XP, der war vorhin auf 5,6. Also, das ist ein minimaler Unterschied. No. Und der Unterschied ist, der hier, der frisst nur ein Drittel, der niedrige, von den großen Kackhaufen, wie dieser hier, der große. Also, das ist schon... Zeitlich und Materialunterschied ist sehr groß, obwohl das Ergebnis minimal ist. Mhm. So. Okay.
Auf jeden Fall super schick. Und was ich auch richtig, richtig cool finde, wie sie das, ich mach mal kurz die Schrift, wie sie das gelöst haben mit diesem Schimmer. Diesen öligen Schimmer. Das sieht echt cool aus. Ja. Also, das ist echt, echt nice. Wenn du mal vorne so drauf guckst und dann dir das Horn anguckst, das ist echt so mit so einem Schimmer, Alter. Das ist richtig cool. Kommt sieht gut. Aus wie. Ja, die sind schon echt schick. Jo, sieht aus wie 3D-Fernsehen ohne 3D-Brille. So. Ja. Na? Dann haben wir den Dungbeetle abgehakt. Ne? Super schick. Echt, echt super, super schick. Und sie sind nicht nutzlos. Ne? Also, die stellen echt aus Kacke wertvolle Sachen her. Halt diesen Fertilizer, der ja normalerweise mit viel Aufwand im Korpusbin, also im Komposthaufen, gemacht werden muss. Und halt Öl. Man braucht halt keinen Ölfarm mehr, um daraus ein Benzin mit dem Hightech zu stellen. Ja, das ist halt super praktisch, wenn du halt jedes Mal in die Eiswelt fliegen müsstest oder tief tauchen müsstest, um Öl zu farmen. Du gehst bloß in dein Gehege und holst dir Öl raus. Jo. Und das ist halt ein gutes Nebenprodukt zu dem Fertilizer. Ja. Und gerade im Endgame nachher, wenn man dann anfängt mit seinen eigenen Rezepte machen oder mit Narkotik und so weiter dann herstellen. Oder für Kibbel braucht man ja auch die verschiedensten Veggies. Ist Fertilizer natürlich extremst wichtig, weil man muss das halt in größeren Mengen herstellen, dann gleich, um mehrere Kippel zu produzieren. Christine hat sich versteckt? Nee, da ist sie. Ja. Yeah. Okay, cool. No. Danke, dass du zugeschaut hast. Wenn es dir gefallen hat und du Spaß hattest und anzugucken. Nicht gleich Chinesisch sprechen. Genau. Wenn du Spaß hattest, uns anzugucken oder uns zuzuschauen. Genau. Vergesst den Daumen nicht. Und wenn du immer auf dem Laufenden bleiben willst, wie es bei uns weitergeht, was wir als nächstes sehen oder sonstiges, wann wir streamen tun wir auch, dann abonniere unseren Kanal einfach. Und ansonsten schau einfach mal wieder vorbei und lass dich überraschen, was es Neues gibt. Dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal. Jo. Bleib aktiv beim Zocken. Genau. Bis dann. Ciao, ciao.